Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich bin sehr gespannt, was jetzt nach diesem Rätsel auf uns wartet. Zwei von den richtigen Waffen haben wir schon abgelegt. So, jetzt brauchen wir hier noch einen Hammer. Und hier dann wahrscheinlich einen Streit. Ich glaube, den Streitkolben haben wir da. Ist aber ohne Hand gewesen, richtig. So, aber den Hammer haben wir. Hammer! Hammerwitz. So, aber nicht nur den, wir haben beide Sachen. So, Zehre. Dann legen wir hier mal den Zeremonienkriegshammer hin. Dann kommt da drüben die Streitaxt hin. Was da wohl ist? Wappen des Dämmermeisters. Wappen mit höchst ungewöhnlicher Form und merkwürdigen Markierungen. An den nächsten Dämmermeister. Ich glaube nicht, dass wir dies überleben, aber das Blut ist gesichert. Wir haben es mit Magie versiegelt. Nur jemand von uns kann es nehmen. Sollte es jemand anderes versuchen, werden die Wände einstürzen und niemand wird hier lebendig herauskommen. Sollte dies geschehen, dann betet für Kloster Rosenmorg, aber trauert nicht. Es ist besser so. Im Tod entspringt neues Leben, immer da. That blood rings a bell. Still to be found somewhere, perhaps. Dr. Gale kennt sich ein bisschen aus. Wir kennen es auch schon aus. Im letzten Mal hatten wir eine ordentliche Action-Sequenz dann, so eine Fluchtsequenz, als wir das gemacht haben. Jetzt können wir die ja wieder mitnehmen. 65 Gold immerhin. Aufheben und so Waren hinzufügen. Stop glowing. Is that good? Bad? Ging hier irgendwie fest. Und warum glüht denn jetzt mein Stab so? Das ist eine Viagra-Werbung sein. Warum glüht denn mein Stab so? Gleißen des Morgenfürsten. Soll wir das Rätsel gelöst haben oder wie? Haben wir jeder 1 bis 4 Bonus-Damage? So richtig relevant ist es nur für Lazelle. Aber immerhin. Na gut. So, haben wir jetzt noch mehr zu tun hier in der. Im Kloster, bevor wir in die Krippe Elec gehen. Hier waren wir jetzt überall, oder? Das kann man auch schon. Das Einzige, was mich auch ein bisschen wundert, ist diese Information, die wir gelesen haben mit dem Öl und der Statue. Vielleicht bezieht es sich gar nicht auf den Kopf, den wir da hatten, sondern auf ganze Statuen, die man irgendwie drehen kann. Überlegst du noch irgendwas anderes gibt? Ein Zauberspruch mit Öl? Eine Ölflasche fand ich schon echt nicht verkehrt. Nach Öl kann man hier nach Zaubern suchen. Öl. Keine Ergebnisse. Ja. How can I help? Gar nicht, ich. Alles gut. So, wir gehen jetzt erstmal in die Krippe. Der beste Weg sein, oder? Gibt es noch irgendwie einen Weg nach unten? Naja, schon passen. Wo bin ich denn jetzt mal hingekommen? 12 TP liegen, das will ich nicht. Hier raufhüpfen. Ah, das geht. Guck an. So. Die Karte schon, ob hier irgendwas Verstecktes ist, was ich bisher übersehen habe, aber sieht nicht so aus. Dann gehen wir da runter. Sehr gut.
Ich habe überlegt, irgendwas mit dem Öl. Das lässt mich noch nicht los. Das finden wir schon auch irgendwie raus. Oh, das wäre jetzt interessant. Mal hier. Konto der Einrichtung. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ja. Ich gehe mir sogar ein bisschen mit Lazelle vor. Wir schon wissen, dass wir in der Krippe landen. Stufenaufstieg für Lazelle, aber auch nur. Wir sind jetzt schon eine Stufe voraus. Fehlt nicht viel, aber machen wir es eben mal. Kämpferstufe 7. Ein Würfel, 9 Lebenspunkte. Passivwerte erhalten. Manöver. So. Riposte, Stoßangriff und Finte sind beides ganz gut. Weise einen Verbündeten an, auf einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet in seinem nächsten Zug eine Reaktion, um einen Waffenangriff auszuführen. Aber es kostet mich doch selber einen Angriff. Also selber einen Aktionspunkt. Das ist immer das Entwaffnend. Ist ganz nett. Ablenkende. Das Blöde ist, hier steht nicht, wie viel Schaden das macht. Aber das Gute ist, glaube ich, ein waffnender Angriff macht genauso viel Schaden wie ein Stoßangriff. Hier steht jetzt 1d8. Schaden. Zusätzlicher Schaden 1d8, das ist gut. Vorteil: bei dem nächsten Angriffswurf gegen das Ziel, deinen Verbündeten, nett. Tänzelnde Beinarbeit. Nachteil gegen dich. Provozierender Angriff. Tut sich ein D8 und ein Ziel auf Angriff auf dich zu provozieren. Es hat wieder ein D8 zusätzlich, was ganz nett ist. Manövrierender Angriff. Tut sich ein D8, das ist schon mal ganz gut. Wähle bei einem Treffer aus, welche freundlich gesinnte Kreatur die Hälfte ihrer Bewegungsrate als Bonus erhält. Ja. Bedrohliche. Das Ziel ist möglicherweise verängstigt. Kann sie nicht bewegen. Attributsangriffswürfe im Nachteil. Ja, das kostet eine Aktion, einen Überlegenheitswürfel wenden, um ihn dem Ergebnis eines Angriffswurfs hinzuzufügen. Obwohl, sammeln... Wie funktioniert das denn? Das glaube ich, werde ich mal kurz googeln, damit ich das mal genau checke. Und dann könnte das eigentlich ganz gut sein. Überlegenheitswürfel, um einem Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren. Doppelschlag. Das ist halt das Problem, man macht den Schaden nur mit dem Überlegenheitswürfel und nicht mit dem Schadenswürfel plus Überlegenheitswürfel. Dadurch ist es zu wenig. Da kann man es umstoßen, dass es liegend ist. Mal kurz, was der Präzisionsangriff macht. So, ich habe es nachgeschaut. Tatsächlich kann man das einfach nutzen, ohne eine Aktion auszugeben. Und dann kriegt der nächste Angriffswurf eben einen Bonus, was echt nicht schlecht ist. Doppelschlag erinnere ich mich noch. Das habe ich letztes Mal genommen. Das war eine super Scheiße, weil das so wenig Schaden ist. Das ist echt eine Frechheit. Und auch total nutzlos. Was ich noch überlege, ist halt... Da, wo ist da der entwaffnende Angriff? Da oben. Das kann recht stark sein. Dann sind es eigentlich nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Nichts, was ich noch... das bedrohlich ist alles irgendwie so. Ich glaube, ich nehme den entwaffnenden Angriff. Ja. So, dann nehmen wir das an. Jawoll. So. Dann geh ruhig mal vor, Lazelle hier. Sentries to arms! Istik! State your purpose quickly! Stand down, Gish! Is it not Vlakith's command to welcome her, Faithful? I expected no visitors, Faithful or otherwise. Why have you come? So.
Wir können Laisel erlauben zu antworten, obwohl wir sie eh gerade vorne hatten. Ich habe die Waffe, nach der Voss sucht. Okay. Ich wurde von Illithiden infiziert. Man sagte mir, ich soll eine Githyanki-Krippe aufsuchen, einschüchtern, überzeugen. Ich will Laisel sprechen lassen. We seek the Zathisk. Show me the way. You are infected. A gig thrall is something to eradicate, not reason with. The faithful may be purified. This is Vlakith's protocol. Fine. Let the Gustil carry out your fate. Report to the infirmary at once. And step carefully. Kreshielak watches you. Weiß ich nicht mehr, ob ich das letzte Mal auch so gemacht hat. Kann ich mir gut vorstellen. Passt ja einfach. I heard they're making us join the patrol soon. The search must be going badly. Hush, Quanirel! Bin zu nah gewesen, wollen sie sich nicht weiter unterhalten. Perhaps a tadpole has already addled your brain. Is that it? Avril! Stop this insufferable whining. Your disobedience brings shame on Kreshielak. Kachoki! We are training to fight Geyk. You think they will hesitate? They won't need to if we keep killing each other for them. It's stupid! Orphe... Silence! It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Anbieten, selbst gegen den Jungen zu kämpfen. Beobachten, was passiert. Githyanki, wenn er nicht kämpft, ist er nutzlos. Tötet ihn selbst und gut. Überzeugen, lasst den Jungen zufrieden. Ihr habt euren Punkt gemacht. Selbst gegen ihn kämpfen. Sehr abgefahren, was man alles machen kann. Gucken, ob er das wirklich macht, wenn man das sagt. Zwar kann das aber so ein bisschen frech in den Raum sagen. Ich glaube nämlich nicht, dass er das macht, aber vielleicht liege ich falsch. Wenn er nicht kämpft, ist er nutzlos. Tötet ihn selbst und gut. Yes. A demonstration may be just what's needed. Whoa. Okay. Ah, a true warrior's kill. Quick, bloody, and a scream to curdle the stomach juices of Vlakith herself. Okay. Move him out of the way. We've wasted enough time already. Okay. You are well on your way to being gate food. Do better! Okay. Did you see that? The look on Varl's face when the blade went in. I love fighting with daggers. It's so personal. You're close enough to see the light go out behind their eyes. Are you from another Kresh? Do you know Vlakith? If you see her, tell her I'm training twice as hard. No, three times as hard. You look too old to be training with us. Way too old. Savage Kefk is a wonderful teacher. When I get my silver sword, Jestil, I'll dedicate it to him. Did you enjoy our little demonstration? A mere taste of the power Kreshielak commands. Eure Demonstration war verwerflich.
Vlakith wüsste eure Rücksichtslosigkeit gewiss zu schätzen. Warum hat sich der Junge kämpfen geweigert? I have no interest in whatever delusional beliefs the boy harbored. There are signs that the Geek presence here goes beyond their usual predation. They are converging on something. But that is for the Kithrak to worry about. My job is to forge the blade, not to decide how it is wielded. Ja, da wollte Orpheus sagen vorhin, oder? I must attend to my students. Be on your way. Oh, ich wollte die anderen Sachen auch noch mal ausprobieren. Es sind immer so viele interessante Sachen, die man sagen kann. Man ist ein bisschen schade, dass man eine Option da nicht sieht. I must attend to my students. Ah, schade. Go quietly, Kin. The Savash here does not like to be interrupted. Strike hard! Slice flesh! No hesitation! Orpheus, Prinz des Kometen, Teil 2 haben wir jetzt. Ja, das wollte er nämlich sagen. Gar nichts zu sagen. Death is mercy. This is Blackith's will. Auf dieser Steinscheibe sind Githyanki-Runen eingraviert. Darunter steht eine Übersetzung in Gemeinsprache. Der Prinz des Kometen, Orpheus persönlich, führte seine Ehrengarde in die Schlacht. Die roten Drachen brüllten ihren gerechten Zorn heraus, die Himmel erbebten. Der glorreiche Prinz rief allen zu, die ihn hören konnten. Gelobt sei meine Mutter Gith, die Königin des einen Himmels, von der abtrünnigen Vlakith den Höllen geopfert. Doch der wahre Erbe, der Prinz des Kometen, konnte Vlakiths Ritter und ihre üble Würme nicht bezwingen. Der mächtige Voss, Jestil Kithrak, setzte den Sternenhimmel in Brand. Als die Asche sich gelegt hatte, war der geliebte Orpheus fort. War so alt auch der Voss? Deckt die Geschichte von Prinz Orpheus auf. So, wir haben ein Buch mit den verschollenen Prinzen gelesen und wir haben ein verbotenes Buch noch zu sich gefunden. Er hat offenbar Königin Vlakith herausgefordert und ist der Sohn der Gith, der die Githyanki von den Gedankenschindern befreit hat. Den Kindern will ich wohl nichts Vernünftiges erfahren. Kinder halt. Kithrak Therizin needs results soon, or the Inquisitor will have all our necks. What if they don't find the weapon? Do we even know it? Forgive me, Jestil. I wasn't complaining. I'm honored to help search. Quanuel, look at her. She's clearly not with the Inquisition. Okay. Fragen wir mal nach der Inquisition. Was meint ihr damit? Our Queen's eyes and ears. They're her will incarnate. And right now, they're here. Wir suchen erstmal den Hauptmann. See? I told you. Nothing to worry about. She's in her quarters, through those doors. The Kithrak will welcome news from beyond the crash. Good news at least. Ach komm, dann sagen wir es nicht mehr sagen. The Kithrak will. Ah! Ich denke mal, ich probiere erstmal die harmlosen Optionen, bevor ich dann eine andere Sache anspreche. Dann ist es schon zu spät. You stand before a truly resplendent portrait of Queen Vlakith in all her glory. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Symbol möchte ich mal genauer betrachten. Ist jetzt nicht ihre Stärke? Vielleicht würfelt sie gut. Okay, sehr gut.
You remember seeing this symbol in a book about the denizens of the astral plane. It appears to be a depiction of a comet. Okay. Könnte es mal bestaunen. That face, that expression, brimming with might and glory. Her power and beauty are beyond words. Das ist, was Laezel da sieht. Wenn keiner guckt, kann ja Shadowheart da mal. Oh, wir sind im Level aufgestiegen. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mien. Vlakith herself. She is both the sun that blinds us and the void that contains us. Praise be. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Das Aussehen nochmal studieren, mal gucken, was Shadowheart da sieht. This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features gives her a distinctly otherworldly aspect. Symbol genau betrachten. Sehe ich selber auch mal. 21. Guck, wenn man kein Githyanki ist, hat man einen viel höheren Schwierigkeitsgrad. Das ist ja cool. You recall stories of a prince riding a comet just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus, a forgotten hero from the tales of your youth. The sign of Orpheus? Blasphemy! Would I could quarter the Vandal myself! Neues Gesicht auf das Porträt malen. Na, da ist ja alles eh ein bisschen gereizt. Müssen wir es jetzt ja nicht übertreiben. Was haben wir denn für Stufenaufstiegsmöglichkeiten? 7. Das ist ganz gut. Ein Zauberplatz Stufe 4. Sehr schön. Ein Zaubereipunkt. Ein Zauber erhalten und Zauber ersetzen. Natürlich eine Stufe 4 Zauber bekommen, Verbannung. Hier kann man eigentlich alles verbannen. Jeden oder wie? Für 2 Züge. Nicht so schlecht. Konzentration leider. Plage. Pflanzen erleiden durch diesen Zauber maximalen Schaden. 8 bis 64 Schaden. Das ist ein Single-Target-Spell? Wahrscheinlich, oder? Soll ich es an der Weiß stehen? Nicht auf Untote und Konstrukte, aber 8 bis 64 Schaden, nekrotisch. Verwirrung. Verwirre eine Gruppe von Kreaturen, sie greifen wahllos an. Aber wie die ausgewählt werden, ist immer die Frage. Das kann potenziell immer extrem stark sein. Auch Konzentration. Dimensionstor ist ganz nice. Tier beherrschen. Mächtige Unsichtbarkeit. Eissturm, 6 bis 40. Ja, Verwandlung, ein harmloses Schaf. Ganz sicher alles Konzentrationszauber, Steinhaut. Lass das Fleisch einer Kreatur steinhart werden. Bis zu langer Rast hält das an, oder wie? Hieb, Stich und Wuchtangriffe nur den halben Schaden, aber ist auch Konzentration. Sonst wäre es ziemlich stark, wenn es kein Konzentrationszauber wäre. Feuerwand. Und das war es schon an den neuen Zaubern. Wollte ich irgendwas Altes noch dringend mitnehmen? Zu viele Konzentrationszauber sind das leider. Muss ich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht zu viel Gedanken machen.
Weil so schwer ist das Spiel bis jetzt nicht, dass ich irgendwie wirklich... Hier würde man ordentlich Schaden machen. 9 Meter immerhin. AOE ich schon. Zauber Level 1. Nehmen wir den hier mit. Zauber ersetzen. Ich kann irgendwas ersetzen. Nicht wirklich. Jetzt mache ich das automatisch gleich. Das extra ein bisschen verteilen, aber wenn wir jetzt einmal schon da drin sind. Wir kriegen neue Zauber dazu. Sie kriegt Verbannung, okay. Todesschutz. Wenn ihre Trefferpunkte das nächste Mal durch Schaden auf Null sinken würden, wie lange hält denn das an? Bewegungsfreiheit. Ich höre nichts von Konzentration bei Todesschutz. Bring einen Verbündeten aus der Betäubung. Das Ziel kann nicht gelähmt oder festgesetzt werden auf magische Weise. Du hast bereits Zugriff auf eine bessere Version, ne, dann? Hier unten. Dann kriegt sie noch den Eissturm und Hüter des Glaubens, einen göttlichen Wächter. Dann. Gibt es nichts zu entscheiden. Ratzfatz. Zwei neue Zauber kriegt er dazu. Malt er ein bisschen in der Luft rum so lange. Ein bisschen Utility. Ein schwachen Elementar. Stufe 4 immerhin. Der hat eine ganze Menge mehr Auswahl auf Level 4. Feuerschild. Hülle deinen Körper in Flammen, die im Radius von 3 Metern Licht spenden. Resistenz gegen Kälte und Feuer. Und bei Nahkampfangriffen zurückschlagen. Ewarts schwarze Tentakel sprießen aus dem Boden, machen ihn zu schwierigem Gelände, greifen Kreaturen darin an und ersticken sie. Was denn ersticken? Betroffene Kreatur kann sich nicht bewegen, erleidet 3 bis 18 Wuchtschaden. Kreaturen da drin an, ja, muss natürlich geschickt stehen. Mit dem Nahkämpfer kann es ein bisschen blöd werden. Otilux unverwüstliche Sphäre. Schließe ein Ziel in eine Sphäre aus schimmernder Macht ein, die eingehenden Schaden sowie eingehende Zaubereffekte blockiert. Die Sphäre verringert die Bewegungsrate des Ziels um die Hälfte, findet außerdem, dass das Ziel Zauber wirkt oder Schaden bewirkt. Ja, schade, dass wir den Schaden bewirken. Bis dahin las es sich sehr gut. Tödliches Phantom. Plage eine Kreatur mit ihren schlimmsten Albträumen. Erleidet Schaden pro Zug, kann sie nicht bewegen. Ist bei Attributswürfen und Angriffswürfen im Nachteil. Was hat er denn so als Konzentrationszauber? Das klingt ein bisschen sexy, ehrlich gesagt, das hier. Kann sich auch nicht bewegen. Verwandlung. Steinhaut. Feuerwand. Ich finde das irgendwie ganz witzig. Ich probiere auch ein paar neue Sachen aus. Tödliches Phantom kenne ich noch gar nicht. Und Verwirrung klingt ziemlich stark. Erst ein bisschen Utility, dann machen wir das. 3 Züge lang machen die nur Quatsch. Und bereiten wir die neuen Sachen auch mal mit vor. Verlangsame mich auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt sich lohnt. Rüstungsklasse ist verringert, ja, aber passt schon. Was cleaning duty this awful at your crash? Kind drin oder was? This one's gonna be good. Not now, Kachucky! We're busy!
Aus wie so ein Arschlochkind. Was ist denn der Truhe? Sie macht grauenhafte Geräusche. Wouldn't you like to know? Lass mir Liliane mal. Not now, Kachuki. Der schon wieder. We're busy. Was immer es ist, ihr solltet aufhören. Offenkundig gefällt es ihm nicht. No. Ja, aufhören, es rauslassen. Nah, we're having fun. Hör, hören. Jetzt hört mal höher zu, ihr kleinen Landplagen. Ihr kleinen Arschkinder. Ich sagte, aufhören. So, ein paar Kinder einschüchtern, schaffe ich ja wohl noch. Das fünf Charisma. Oh. Scheiße gewürfelt, aber ist egal, der Rest passt. Fine. If you're going to be a big baby about it. A big ugly baby. Open it up then. It's all yours. Sehr sympathische Arschkinder. Bin gespannt, was da drin ist. Bin ich zu neugierig. 1 und 5. Was zum Fick? Noch einmal, Liebeswerkzeug verwenden. Wir haben ja noch ein paar. Was zum? 38. Selbst mit Vorteil würfeln wir schlecht, sonst hätten wir doppelt so oft würfeln müssen. Endlich. War auch nur knapp, ne? So. Your face, Kachuki. War Krimischka da drin oder wie? Und es greift mich gleich an. Sag, ich will auch überhaupt nichts machen. Was heißt gelb eigentlich? Dass die neutral sind, einfach rumstehen oder was? Ich dachte erst, jetzt habe ich hier einen Kampf ausgelöst. Kann ich mit dem Vieh nicht reden? Doch, reden mit Tieren. Da hilft ja nichts, wenn mich die angreift. Ziel zu nah, dann geht halt ein Stück weg. Instabil. Ich hab mich daneben geballert. Verfehlt. Und alle mitmachen. Der hat sich schnell erledigt. If I'm seen speaking with an Istik, Captain Therizin will never let me join the patrol. I hope the Kithrak sends me to help find the artifact next. Rest time feels so wasteful. I could be training right now. This Crash's bunks look entirely too soft for my liking. If you're looking for the young ones, they're with the Savash in combat drills. I know the Gustl does necessary work, but does she have to enjoy it so much? Considering this Crash has a Kithrak under Inquisition, there's a lot of idle kin here. Sagt der Richtige, der hier pennt und sich sofort wieder hinlegt, sobald das Gespräch vorbei ist.
Ein Rucksack. Man anschauen darf. Da war nichts drin. Na toll. Zwei neue Journaleinträge verfügbar. Ich mache die Tür zu aus. Keinen besonderen Grund. Können wir da rein nochmal wieder ein paar Sachen wegklicken. Dann kann man es mal leichter sehen. Das ist der Gebirgspass, den wir uns anschauen. Finde die Gifjanki-Krippe aber gemacht. Wir haben die Krankenstation gefunden. Wir sollten mit der Person sprechen, die sie leitet. Besonders bei der Anführerin melden, wegen des Artefakts. Ja. Den Wachen reden, um mehr darüber herauszufinden, was sie tun. Das Amulett. Das ist von dem Geist. Ja, das ist aus der Schmiede. Ich finde das Blut von Nathander. Da haben wir viele Informationen bekommen. Und jetzt auch ein Amulett, wo wir vielleicht und das bekommen können, ohne dass wir das ganze Kloster einreißen. Besucht die Gifjanki-Krippe nach einem Ei. Auch ein bisschen kritisch. Magier von Tiefwasser. Die ganze Geschichte von Gale erfahren zuletzt. Gifjanki kreieren. Nochmal mit der Krankenstation. Wir sollen mit Gusti Stornugos über eine Heilmöglichkeit sprechen. Und Auserwählte von Shah. Die Brücke im alten Tempel wurde zerstört. Das haben wir auch schon gesehen. Jetzt müssen wir halt den Weg hinfinden. Liefere Neas Kopf ab, haben abgeschlossen. Okay. Dann Gustil Stornugos, oberste Heilerin der Krippe Ilek. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. If you require treatment, take a seat, Kin. Or do you have a question? Sieht irgendwie cool aus. Ich mag das Charaktermodell von der Heilerin total. So, ich bin Lazel von Clear. Ich bin hier, um geläutert zu werden. Was erhofft ihr euch vom Sezieren der Geigbrut? Ist diese Maschine ein Safe-Fisk? Ist er einsatzbereit? Lebt der Wirt dieses Dings noch? Ich habe selbst eine Larve, die entfernt werden muss. Könnt ihr mir da helfen? Mal fragen, was sie da macht. Was erhofft sie sich vom Sezieren? I'm analyzing changes in the worm's digestive tract following consumption of cerebral matter. Most of our kin find such work rather tedious. I wonder, what makes you so curious? Gifjanki überzeugen. Ich habe noch nie einen aus der Nähe gesehen und eure Lehrkünste scheinen nicht übel zu sein. Ich bin neugierig. Mach das, glaube ich, nochmal. Interessiert mich wirklich. 14 ist nicht ohne. Kann ich meine ganze Inspiration dafür verballern? Ich bin auch nicht ganz sicher, was sie über den Safe-Fisk wirklich weiß. Wie viel sie selber glaubt und wie viel. Zwei Inspirationen haben wir nur noch. Lass ich erstmal scheiße. I am no teacher. If it's an education you seek, go to the training room. I'm sure the Savage will be happy to oblige. Zwei neue Einträge. Gusti Stornugos wartet an ihrem Schreibtisch. Wir sollten ihr von den Parasiten in unseren Köpfen erzählen. Must you keep bothering me? If you have questions, read a book. Okay, ich probiere es nochmal. Was Liliane aus ihr rauskitzeln kann. Das ist ein bisschen geschickter. Vertical insert. Do you have a. I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Oops. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak. And I will decide what respect you're owed. Ich sag mal, Dialogverlauf. Eine Frage ein bisschen zu spät gesehen. Okay, habt ihr eine Frage oder wollt ihr nur dastehen und gaffen? So, ich würde das vorziehen, wenn Nazel für mich spricht. Lebt der Wirt dieses Dings noch? Very
specific question? One that speaks of a more personal motivation for asking. I can only deduce. You have a parasite of your own. Können wir vielleicht überzeugen, dass wir erstmal nur neugierig sind? 14, aber wir haben Charisma. Vielleicht schaffen wir es damit. Komm, Liliana! Ach Gott, alles geht hier schief. 13, also knapp. True curiosity does not demand answers. It finds them for itself. Ich glaube, es hilft nicht, wenn es zugeben. If it's an education you seek, go to the training room. I'm sure the Savage will be happy to oblige. Es hilft nicht, sie müssen es zugeben, dass sie da infiziert sind. Können auch jemand anders versuchen, aber es wird langsam ein bisschen albern. Na gut, Lazelle. Must you keep bothering me? If you have questions, read a book. Wir sind mit einer Larve infiziert und brauchen Hilfe. Cursed is the day that even we become Gaek incubators. Tell me, how long have you been infected? Schon einige Tage. Ich aufgehört genau zu zählen. A sign that your cognitive abilities are not so robust as they appear. Still, you appear to be functioning far beyond the capacity of others I've observed in your condition. How fascinating. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zathisk. I will ensure you're cured. Augenblick, ich will noch mal kurz mit den anderen auch mal drüber sprechen. If you would prefer another extraction method, Kin, you have only to ask. Wait here. I'll require some assistance. Was? Stopp. Ich wollte... Okay. Ist aber weggegangen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt bin ich die Zeit, um es hier mal umzuschauen, aber... Warten der Krankenstation. Eine Liste von Gefianki-Namen und der Behandlung, die sie in der Krankenstation erhalten haben. Sie ist in der Gemeinsprache verfasst. Der Name Val taucht 47 Mal vor. Auf. Savage Kev, nichts liegt mir ferner als eure Arbeit zu erklären, aber dürfte ich vorschlagen, etwas gegen Val zu unternehmen? Er schöpft unsere Ressourcen, ganz zu schweigen davon, dass er meine Forschung unterbricht. Und ich würde gerne einmal mindestens 2 Tage ihn nicht zu Gesicht bekommen. There's a parasite nearby. You should take a closer look. Na, das will sie wieder. Lesen wir was über die Experimente. Gewaltiges Kompendium von Notizen, die mit klinischer Präzision die Sezierung von über 200 Elysiden-Parasiten dokumentieren. Probe 231, Beobachtung. Externe Präsentation konsistent mit früheren Proben. Farbe der Eingeweide jedoch unterschiedlich. Interne Flüssigkeiten scheinen ebenso verfärbt und von mächtiger Magie durchdrungen zu sein. Magietyp und Zweck zurzeit unbekannt. Ich sollte mich zur Magie in diesem Land einlesen. Meine Studien in Tunarav waren zwar umfangreich, aber umfassten nicht diese Art der Magie. Parasiten sind ungewöhnlich. Ich muss ähnlich abnormale Exemplare beschaffen, um ein Muster ableiten zu können. Autoloidentank. Trudelarven hat sie da auch. Verziertes Fass. Gerade nichts klauen, wir müssen jetzt ja nicht unbedingt Stress provozieren, weil noch nichts da ist, weil noch nichts passiert ist. Warum ist jetzt aber weggerannt? Was soll ich jetzt machen? The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zathisk.
Vlakith's purity distilled. My duty. My right. Wir suchen das Gerät mal. Ey, sag mal, was würfel ich denn hier? Probier's noch einmal. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ey, ich muss irgendwie mal. The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. It hums with psionic energy, hinting at paths into unknown minds and unseen planes. Stand aside! My time has come. Vielleicht kann ich zuerst gehen, vielleicht wäre es sinnvoll. I will not. I gave you my might. You will respect my charge. Jetzt ist doch die andere gerade gar nicht da. Wir warten noch eher. Gibt's das nicht? Dann geh halt. Geh halt zuerst. Praise Vlakith. Let it be done. Ohne dass jetzt jemand. Sollten wir nicht warten auf den Doktor? Hallo, ich wollte mir das nur angucken. Das ist... Das ist doch voll das Gedankenschindervieh. Das ist nicht gut. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lazelle's. Rettungswurf gescheitert, na toll. You feel Lazelle's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Das ist auch eine Scheiße. Komm da mal raus. Warum ist der Doktor nicht da? Raus da! Schwierigkeitsgrad 30, ja. Klar. Das ist ein Vorteil dann. Dann würfel ich zwei Würfel. Danach könnte sie ein bisschen sauer sein, aber das nehme ich vielleicht in Kauf. 30? Ja, komisch, dass ich keine 30 gewürfelt habe. No! Vlakith! Purge me of this blight! You share in Lazelle's agony. Every cell within her skull bursts into a constellation of fragments, sorted and reassembled. Lazelle will die if she remains. Ja, müssen. My queen! Hear me! That thing's killing her! Your vision narrows. You sense myriad specters of Githyanki past. This is their fate. This is their anguish. Weisheit? Was ist das für eine Vision? Wir können sie täuschen, um sie da rauszuholen. Das Gerät verändert euch. Ihr werdet zum Illithiden. Wir müssen sie da rausholen. Auch wenn wir sie dabei täuschen. 30! Warum ist sie eh schon? Freunde ist schon situationsabhängig. Das ist doch... 30... Kann ich nicht was anderes machen? Ja, super. 12. Eine Inspiration, weil ich hier für alle einen Scheiß ausgegeben habe. Warum denn 30? Ich hoffe, ich keine 20. I am becoming pure. Lashaka. Lashaka.
Lashika! Your marrow quakes within your bones. Behind the pain, a new sensation rises. Power. Remove her! Kann ich nicht irgendwie richtig da eingreifen? Weisheit. 1d4. Konstitution. Plus 3. Arkane Kunde. Plus 7. Plus 1d4. Irgendwie wechseln. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Wenn ich die Personen wechsle, sind jetzt zurückgekommen gerade? Psychisches Zerfleischen. Gegenzauber. So, wenn ich jetzt zurück zu... Okay, das ist weird. Nebelschritt auf Kremischka. Ja, mach halt. Okay, das ist das Spiel ein bisschen kaputt irgendwie, wenn ich die Person wechsle, um was zu checken. Nur gucken, ob ich irgendwas da von außen beeinflussen kann. Warte mal, das ist jetzt extrem seltsam. Hat sie jetzt irgendwas von dem Safisk bekommen? Locker. Was das war, aber sieht nicht so aus. 9 Runden noch freuen, ob sie denn sauer ist, dass ich das benutzt habe auf sie. Warum sind die jetzt genau... Sie war die Heilerin irgendwie skeptisch geworden? Nachdem wir halt so rumgefragt haben. Und es hat so eine Ausrede, um wegzugehen. So, ja, ich muss eben kurz jemanden um Hilfe fragen. Bin gleich wieder da. Dann hat sie die ganzen gerufen. Aber wie sind die in den Raum gekommen? Das ist ein bisschen blöd irgendwie. Das war so nicht geplant. Vielleicht gar nicht jetzt... Jetzt die ganzen Leute gegen uns aufgehetzt. Ist doch gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Das hilft ja nichts. Hauen wir erstmal einfach Leute um. Wann sind die dran? Okay, vielleicht kriege ich die ja weggebollert. Kinders, 70% darf ich da wohl auch mal treffen. Rettungswurf 17. Wie viel Lebensgrund hat die noch? 10? So, dann macht die jetzt nichts mehr. Person festhalten auf Lazelle. 10 Züge. Nee, lass mal. Gibt's.
Strahl der Übelkeit. 2 bis 16. Ja, mein Gott. 11. Schreit da hinten rum. Macht das einen Reichweiten-Indikator, wenn ich auch die Leute da draußen treffen kann? Oder gehe ich dann einfach automatisch einen Schritt nach vorne? Okay, ich gehe automatisch nach vorne. Also das ist ein guter Spell, den kann ich vor allem auch mit Twin Magic kombinieren. Die Frage ist, ob ich das muss. Wo habe ich Haste eigentlich inzwischen noch? Da. Versteckt. Das ist ein dritter Grad Zauber. Kann ich es jetzt noch Lazelle geben? Ich weiß, wie viel Zaubersort ich wohl sparen muss. 28, 48. Drei ist auch ein bisschen. Ein Zaubereipunkt pro Grad des verwendeten Zauberplatzes. Das heißt, auch hier 3 kostet mich das. Mich gerade counterspellt, das Arschloch. Das hat er echt gemacht. Was für ein Arschloch. Okay. Und jetzt gucken. Ja, außerhalb des Kampfes. Welche kann ich hier wiederherstellen? Muss ich nachher mal gucken. Ja, okay. Blöd, Mann. Zwei bis acht. Wir haben eh nicht mehr so viele Zauberslots. 2 bis 6. Was soll man denn auf 3 Personen festhalten? Psychisches Verfleisch, Zerfleischen auf Liliana. Die Grenze von 12 bis 19. Was haut sie kaputt? Lazelle. Habe ich nicht Hast auf sie gecastet? Habe ich nicht, weil es gecounterspellt wurde. Ich überlebe natürlich mit einem HP. 85. Strahl der Übelkeit 2 bis 16. Wie
Würfelwurf 18 um 16 verringern. Heilen ist wohl auf sich selber. Konzentration ist auch leider verloren. Ich weiß, dass ihr immer noch da seid. Ihr seid unsichtbar geworden. ...27 Lebenspunkte, 28. Zwei Zaubereipunkte, dann können wir auch Slots wieder freischalten, das darf ich auch nicht unterschätzen. Angriff? Scheint nicht. Zwei. Jetzt haben wir erstmal die hier weg. Aber die ist nicht nur vorübergehend, ne? Ich echt ganz gern die verhören. Egal, wir kloppen. 65% ist auch gar nicht so schlecht. 14. Wie viel Schaden mache ich damit eigentlich dann? 20 bis 43. Bin mir auch so ein bisschen übertrieben. Wo ist der normale Angriff? Ich bin gar nicht mehr hier drin. Hier. 19 bis 35. 9 bis 25. Meine ich Unsichtbarkeit, was wir beklicken, dass solche. Wir müssen bei Gelegenheitsangriff fragen, ob man den machen soll. Meistens will man das nicht, aber wenn sie unsichtbar ist, wird es uns, glaube ich, nicht ausgelöst einfach. Und das wollte ich ja trotzdem wollen. Wenn man wegspringt. Dann vielleicht nicht. Kritischer Fehlschlag. Na, Halleluja. Where do I go from here? Hab gleich Zeit für dich, Buddy. Aktion bis lange Rast. Brauche ich das nochmal? Ich bin weggecrittet. Dann treffe ich den von hier aus nicht. Damit geht's nicht. Okay, aber es ist nicht das, wie ich es geplant hatte. Wie
Wir haben Gustav Stornogos angegriffen und besiegt. Wir sollten selbst versuchen, den Safe Fisk zu verwenden. Das haben wir ja probiert. Der ist betäubt. Boah, schlief besser als geplant. Ich bin nicht ganz sicher, wir sind dann wieder zurückgekommen. In der nächsten Folge werde ich mir den Safe Fisk nochmal angucken. Der ist ja noch nicht kaputt. Ich werde dann mit Laezel auch drüber quatschen. Vielleicht können wir auch mit den Toten sprechen hier. Und auch gucken, was jetzt mit dem Rest ist. Ob die das mitbekommen haben, dass hier alles voller Blut ist. Vielleicht nicht, wer weiß. Ich bin ein bisschen überrascht, wie es hier gelaufen ist. Das war nicht so geplant. Aber wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao.